Carlos, Setup Special. Prost. So, meine Freunde, in dem scheiß Internet da draußen gibt es so verkackte Setup-Videos, die einfach nur schlecht und scheiße sind und irgendwelche Typen was erzählen von irgendeiner Wheelbase und nur scheiße labern. Alles Quatsch. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man so ein Skaterbrett richtig zusammenschraubt. Oder, Tobi? Ja. Ja, Mann. So, wir fangen an mit dem Skaterbrett. Schön, am besten natürlich, man nimmt eine Kolossplanke und dann Muckefuck-Grip-Tape zum Beispiel. Kann auch irgendeinen anderen Scheiß nehmen, aber meistens pappt dann nicht so richtig gut. Dann zieht man das so langsam ab. Ganz wichtig ist, dass man das immer schön mit der Hand macht und so drüber geht. Ah, dass das auch dann an der Hand kleben bleibt. Man sieht es doch. So. Wenn er dann an der Hand klebt, dann kann man richtig gut damit arbeiten. Dann haben wir nochmal eine Hand vom Stubier zu bringen. So, jetzt ganz wichtig, man muss sich ein bisschen Platz schaffen hier. Und dann könnt ihr von der Hand lösen und richtig schön gleichmäßig aufbrechen. So, genau. So muss das drauf. Jetzt, meine Freunde. So muss das drauf. Am besten hierfür, um das Grip Tape glatt zu streichen, kann man die Achse nehmen, am besten eine neue Achse. Ne? Dann nehmen wir hier einfach nur das Brett. So, und dann sieht man, daher kommen auch die Spuren auf den Achsen. Ne? Das sind diese Grinspuren. Ne? Das kommt vom Grip Tape aufs Brett schleifen, nur dass ihr das wisst. So, nächster Schritt. Man nimmt so einen Ball und macht das hier an der Schalter schön. Ganz kurz hier so abschlagen, am besten hier so. Genau, ganz einfach geht das. Ja, brauchen wir ein bisschen Geduld und Erfahrung. Und irgendwann geht das einfach. Dann musst du halt, also ich habe das halt, wenn ich im Skate Shop arbeite, so mache ich das so 100 Mal am Tag. Deshalb kann ich das so gut. Dann müsst ihr halt erstmal ein bisschen üben. Da kann nicht jeder ab. Aber irgendwann hat man das so raus und dann geht das ganz einfach. Ne? So. Jetzt aber hier. Einmal hier noch so ab. Ah ja, das ist ja hier wieder alles. Das hat einfach wieder zu gute Qualität hier. So. Jetzt ist hier schon mal fertig. So sieht er dann fertig aus. Jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter. Das ist ganz schön anstrengend, so die Scheiße. Irgendwann kommen auch die scheiß Achsen ran. Jetzt kommen die Achsen ran. Aber erst noch mal ein Stück Bier. Und am besten nimmt man also Schrauben. Braucht ihr euch nicht so inchmäßig den Sketchup holen. Am besten ihr geht irgendwie in den Baumarkt, kauft so ein paar Spacks, dann könnt ihr die Dinger auch direkt aufs Brett spaxen, aber in dem Fall haben wir hier so Kackschrauben. Immer kauft die schön lang und steckt die einmal unten durchs Brett. Tobi, machst du das? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Wie man sieht, da brauchen wir auch ein bisschen Erfahrung für. Tobi macht das ja auch so jeden Tag zwei oder dreimal, weil er so hart schreddet und so viel Boards bricht, weil er irgendwie immer so 20er Stufen, 20 Stufen runterspringt. Das ist halt so, ne? Dann, wenn man hart skatet, braucht man halt viel Material, ist halt, ne? Da kannst du ja nichts machen. So, ja. Einmal drauf. Zwei reichen auch. So, jetzt kommt die Achse drauf. Jetzt mache ich mal weiter hier, weil Tobi hat schon richtig Bock, kann ich auch verstehen. Aber ich habe auch mal Bock, was anzuschauen. Ja, wenn ich
bin halt der Typ, der die Erfahrung hat. Ein bisschen, Tobi ist immer so grob, ne? Ich bin ein bisschen der Feinmotoriker unter den Skateboardern, unter den Skateboard-Zusammenschraubern. Ganz wichtig ist, dass die Du machst das auch falsch. In der gleichen Fahrtrichtung sind. Nee, die müssen in der gleichen Fahrtrichtung sein, ne? Die vordere so und die hintere so. Was denn? So, die Schrauben kommen natürlich hier von oben rein. Ist ja ganz logisch. Hier ist ja das Grip-Tape. Ja. Hier. So, jetzt kommen die Achsen da dran. Wie gesagt, immer in Fahrtrichtung montieren. Ja, hier das Schlauchchen dran. Und na, am besten, man nimmt immer richtig lange Schrauben, wie ihr hier seht. Weil kosten ja gleich viel. Also deshalb hast du mehr Material fürs gleiche Geld. Ist mega logisch. Und mit diesen Skate-Tools, das ist immer so eine Sache, das reicht, wenn man das einmal so leicht anzieht. So, die Seite. Sowieso lieber ausziehen. Immer in Fahrtrichtung, ja, so. So, die auch noch dran hier und kurz. Ja. So, einmal hier dran geschraubt. Zack, reicht. Hier noch eine. Darf ich schon mal aufmachen hier? So, jetzt haben wir schon mal die Achsen ans Brett montiert. Sieht gut aus, ne? Grip-Tape oben ist wichtig. Auch diese verpackte Graphic sieht. Scheiße, ich fällt da alles runter hier. Weiter geht's. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Während Tobi die Lager richtig einbringt, ist immer wichtig, man könnte richtig fest draufhauen, auch gerne auf diesen Ring da. Genau so! Ja. Da kann man richtig fest, da müsst ihr nicht so auf Sachen oder so. Kann das passieren? Lager, die halten so einiges aus. Und wichtig ist, keine so Billo-No-Name-Quatsch-Kackrollen zu nehmen. Wichtig ist, eine Markenrolle zu nehmen, so zum Beispiel. Das ist wichtig. Anti-Flatspot, alles. Kriegt sind unkaputtbar. Hier haben wir eins. Das reicht auch jetzt. Ist ja gut, ist ja gut. Wenn ihr die Lager montiert habt, kommen die einfach hier so drauf gesteckt. Also diese Ringe hier ist auch unnötiger Ballast. Kann einfach weg. Ist totaler Quatsch. Braucht kein Mensch. Hier so drauf geschraubt. Die Muttern hier, da ist ganz wichtig, dass diese Plastikring nach innen kommt. Es ist ein bisschen schwer, das dann aufzudrehen, aber mit ein bisschen Übung, jahrelanger Übung, kriegt man das schon hin. Ne? Dass ihr halt seht, dass sie, ne? So muss das montiert sein, dass der Plastikteil nach innen geht. Da gibt es auch keine Flatspots. So. Das ist eigentlich schon fertig. So. Ich hab so eine Rolle verlustig. Ist der hier unter dem Tresen? Nee. Also jetzt geht's weiter oder was? Ja. Okay. So, also, da haben wir das jetzt richtig montiert, wie ihr seht. Geile Planke. Finde ich fett.
könnt da gehen. Wenn ihr seht, das Board ist richtig montiert, ihr könnt da loslegen. Drop the table! Drop the table! Drop the table!